Hallo und herzlich willkommen zu unserem großen Let's Play zu The Surge. Das ist doch das Letzte. Da starte ich das Spiel neu und der Bug ist wieder da und damit willkommen zu 24. Also das ist ja echt das Letzte. Wenn man einfach speichert, kann man nicht davon ausgehen, dass man direkt an der Stelle speichert, wo man eigentlich, naja, egal, ich habe es überlebt mit erstaunlich wenig Schaden. So, nach diesem ersten Schreck, und der ist auch wieder da. Was soll denn das? Ich habe die doch alle besiegt. Ich habe die besiegt und habe das Spiel verlassen. Was soll denn das? Da haben die doch tot zu bleiben. Also sehr, sehr seltsam. So. Ja. Ah, und jetzt habe ich natürlich den da oben auch noch rumfeuern. Der ist ja kein Problem hier. Aber drei von ihnen. Und Hundi, jetzt treffen sich hier alle Familienmitglieder. Jetzt muss ich hier mal ganz schnell abhauen. Das ist ja sowas von absolut scheiße. Also echt, was? Alle besiegt, dann gespeichert. Warum sind die wieder da? Was soll denn das? Was soll denn diese Kacke? Also so ein Mist. Da geht man hochmotiviert ans Spielen. Und dann muss man die nächste Idiotie dieses beschissenen Spiels erleben. Dass ich jetzt gegen den verliere, geschenkt, das hole ich mir wieder. Aber was für ein Unsinn! Was ist denn das für eine Scheiße? Also echt unfassbar. Und nein, ich habe nee, also vielleicht hat ein Kollege heimlich übers Wochenende gespielt. Nein, ihr habt's vielleicht nicht weil wir danach gecuttet haben. Aber ich habe an der Stelle angehalten, brav Spiel verlassen. Und ich bin hier an der Stelle gestartet, aber alle Gegner waren wieder da. Also, und die Hundis, die vorher nicht... Warum waren auf einmal wieder Hundis da? Ach. Selten wurde eine wirklich große... Ich habe mich richtig gefreut aus Spielen... Wurde eine große Motivation so vernichtet. Gott, oh Gott. Gucken wir mal, ob das für irgendein Upgrade reicht. Also keine Angst, jetzt 12.000 hole ich mir wieder, wenn ich nicht ganz doof bin, aber... Meine Herren. So, die... Na, da fehlt mir jetzt schlichtweg das Geld, aber das habe ich ja. Das liegt gerade nur in der Gegend rum. Das soll ich mir wirklich dann gönnen. Nee, 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 brauche ich doch gar nicht. Hier, hier, da, das muss ich mir nur leisten können. Das kann ich mir jetzt schon leisten. Sehr schön. Und dann gucken wir mal, ob wir auch einen Arm noch machen können. Nee, das reicht leider nicht. Aber das zweite Bein kann ich upgraden, immerhin. So, jetzt sieht das doch, was das anbelangt, schon ziemlich gut aus, oder? Nur die Arme, an denen muss ich noch arbeiten. Und ich finde die Rüstung schick und sie hat echt einen Vorteil. Die Kamera ist einem weniger im Weg. Also nicht, dass sie einem immer noch im Weg wäre, aber weniger. So, also 12.000. Die Zeit beginnt. Und ich laufe da von oben hin. Das scheint mir am sichersten zu sein. Aber wisst ihr, ich habe extra aufgehört, das Gebiet schon einigermaßen aufgeräumt gehabt und habe mich darauf gefreut, dass jetzt schön in Ruhe weitermachen zu können. Stattdessen fange ich jetzt hier bei Null an. Also was mich dieses Spiel Nerven kostet. Das ist doch echt nicht zu fassen. Meine Herren. Bitte beim Einsatzleiter zur Missionsbesprechung melden.
So, und jetzt hier, wie war das? Gedrückt halten, reinspringen, draufgehen. So. Naja, dann müssen wir halt von vorne anfangen. Ist aber erstmal die 12.000 holen. Und vielleicht soll ich. Ach, das sind sie ja schon. Perfekt. So. Und da das echt Schotter ist, mache ich jetzt was ganz Lames. Ich gehe jetzt zurück und liefere die ab. Das wäre mir echt zu unangenehm, wenn ich die da unten irgendwie verliere. Da habt ihr entweder Verständnis für oder nicht. Warum kämpfe ich eigentlich die ganze Zeit mit diesem Einhandding? Kein Wunder, dass ich mich mit manchen Gegnern schwer tue. Den will ich doch eigentlich haben. So, genau. Ich weiß, es ist völlig lame, aber das bin halt ich. Mr. Lame. Eigentlich wollte ich eine Autogrammstunde geben nach dieser Folge, in der Hoffnung, dass es wieder so genial wird wie die letzten beiden, aber naja. Also ich finde, da kann ich, also das ist echt. Das war doch auch definitiv schon anders. Ich konnte doch mittendrin irgendwo abspeichern, dann waren nicht alle Gegner da. Ich glaube, es ist echt ein Bug einfach. Ah, ich kann hier mal gucken. So sieht das nämlich aus, wenn man die richtige Waffe hat. Ob die jetzt vielleicht geht mittlerweile? Weil die Zugangsbeschränkungen sind doch angeblich, aber vielleicht ging das nur für... Wo kommst du denn schon wieder her? Jetzt wollen sie es aber wissen hier. Die kleinen Scheißerchen. Inklusive Drohne. Komm her. Wenn du es ausdiskutieren willst, ich bin bereit. Okay. Du auch, sehe ich. So. Also die Drohnen sind heute echt sehr treffsicher. Nee, komm, bevor hier was anbrennt und wir nochmal das Zeug einsammeln müssen. Nee, nee, nee. Oh. Hier ist nichts geskriptet. Alles ist live. Alles macht Spaß. Okay, gerade brenne ich ein bisschen vor mich hin. Und dann scheine ich auch gar nicht mehr zuhauen zu dürfen. Naja, dann lassen wir es halt. Weißt du was? Na doch, okay. Habe ich mir doch gedacht, dass du noch kommen würdest. Jetzt. Und dich noch. Na komm. Nee, ich schaff's sonst. Ich schaff's und... Warte mal, jetzt bin ich gerade verwirrt. Wo muss ich denn hin? Hier hinten durch. Ich schaff's, sage ich euch. Und fall dann hier irgendwie so schwachsinnig rund oder so. Nee, 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 nee. Jetzt bringen wir mal die mittlerweile 13.000 ins Trockene. Und dann fangen wir die Folge richtig an, oder? Das war alles ja jetzt Aufräumarbeit für die beschissene, nicht vorhandene Quality Assurance dieses ambitionierten, aber leider in Sachen Spieldesign-Perfektion komplett gescheiterten Programm. So. Könnte man wieder den Kern upgraden. Warum eigentlich nicht? Ich hab's ja, bevor ich sie irgendwie für was Doofes ausgebe. Und ich habe ja keine Materialien zu bekommen, oder? Also hat sich da sicherlich nichts geändert. Nee, da fehlen mir einfach noch drei Kraftregulatoren. Beziehungsweise ich habe ja zwei Ärmchen. Immerhin 12. Ja, da muss ich vielleicht mal farmen gehen. Anyway, so weit, so gut. Achso, die Waffen-Upgrades habe ich lange nicht mehr gecheckt. Nee. Wolfram-Legierung, aber da freue ich mich schon drauf. MK3 fehlt mir da. Ja, für was werde ich es wohl nehmen, wenn ich die nächsten 6 Wolfram-Legierungen MK3 finde? Bestimmt nicht für die Einhänderwaffe. So, also die Folge beginnt jetzt, in Wahrheit. Sei vorsichtig da draußen. Bin ich doch immer. Ist aber die Frage, wahrscheinlich ist es doch gut, mich auf dem alten Weg da durchzuarbeiten. Wobei ich es nicht weiß, wo ich da jetzt eigentlich hin kann und muss. Ich kann ja auch hier mal...
Kann ich eigentlich auch zurückfahren? Gut, das soll ich da. Ich gehe jetzt erstmal hier rein. Aber dann gucken wir mal, was passiert. Oh, ist das nervig. So. Also ich laufe jetzt hier nach links und harre dann dort der Dinge, die da kommen. Zum Beispiel eben hier. Naja, nicht so beeindruckend. Hundi bleibt weg. Ich kann es nicht auf ihn locken. Warum eigentlich nicht? Warum kann ich nicht auf ihn aufschalten? So. Also da muss ich auch aufpassen, sonst gehe ich da kurz mal drauf. Sieht das dämlich aus, oder? Ah, Liquidator-A-Modul. Nicht schlecht, weil die brauche ich dann zum Steigern. Das könnte, wenn ich Glück habe, schon reichen. Anyway, schalten wir mal hier wieder um. Also jetzt hat es hier quasi alles, wenn ich es richtig sehe, oder? Also Drohnen, die ist doch auch neu da, die Drohne. So, ich müsste es eher mal auf die Waffen gehen, glaube ich. Oh, hier war doch gerade noch eine Drohne. Oder habe ich mich da völlig getäuscht? Aber da hat es kein Hundi mehr. Wo kam dieses... Ach, das Hundi kam wahrscheinlich aus der Halle raus. Vermute ich einfach mal. Wie schaltet man die schon wieder um? So. Ach, das ist eine unsichtbare. Jetzt wird mir vieles klar. Es gibt unsichtbare Drohnen. Mir sagt mal wieder keiner was. Woher soll ich denn das riechen? Und wo ist diese unsichtbare Drohne? Ich würde gern meine sinnlosen Kerne dafür einsetzen, dass man diese immer gleichen Bildschirmwerbesprüche nicht die ganze Zeit nehmen muss. Kann man diese Flammenwerfer, kann man die eigentlich auch selbst benutzen? Und warum habe ich jetzt wieder auf einen anderen Körperteil, als ich ursprünglich anvisiert hatte, umgestellt. Naja. Hier war doch eine Drohne. Aber die hat sich unsichtbar gemacht. Ach, ich weiß es nicht. Man muss nicht alles verstehen. Ja, ist ja gut. Komm. Ja, der geht zu schnell kaputt. Da ist dann nicht so viel mit aufsammeln. So, also. Dann steht hier noch einer. Nö. Eigentlich dachte ich, dass hier noch einer sei. Nö. Dann hatte ich den schon besiegt. Der natürlich hier. Nimm bloß das Ding. Nicht, dass der dich jetzt killt. Du hast ja oben auch noch ein Komplett-Reset. Also ich werde das Gebiet einmal säubern, ist mein Plan. Also ich spiele durchaus mit Plan, auch wenn es vielleicht nicht immer so aussieht. Genau, ich glaube, da drin ist Hundi und kam raus. Das hat mich nicht getrogen, dass die alten Hundis durch Flammenwerfer ersetzt worden sind. Genau, also ich möchte das Gebiet säubern, so nach und nach. Und dann nochmal hochrennen, mich nochmal ausstaffieren. Und vielleicht bin ich hier auch... Aber also das, ja, hier, das soll ich doch aufmachen. Da ist jetzt offen, da geradeaus. Da soll ich doch die Frau retten, die Wissenschaftlerin. Das sagen meine Mitarbeiter auch immer, jeden Morgen zur Begrüßung. Jörg, wir können nur hoffen, deinem Beispiel gerecht zu werden. Da ist sie ja, die unsichtbare Nerv. Tante, die aber auch nicht irgendwie groß was macht. Mich würde zu
sehr interessieren, ob man diese Flammenwerfer selbst nutzen kann. Das wäre dann so die erste und einzige Fernkampfwaffe im Spiel, aber irgendwie glaube ich da nicht dran. So. Wisst ihr, was die beste meiner zahlreichen tollen Entscheidungen in der letzten Zeit war? Ich sag's euch, ihr kommt eh nicht drauf. Es war dieses Implantat, wo man durch Finishing Moves Energie zurückbekommt. Lebensenergie. Genau, also das, die offene Tür da ist neu, wenn mich nicht alles täuscht. Weil vorhin bin ich ja hier rausgekommen. Und da sollte ich rein. Ja, da ist auch nichts mehr in meinem Rücken, was mich verzücken könnte. Und jetzt weiß ich, ob links noch ein Hundi ist oder was da drin hockt. Ja, links wahrscheinlich auf jeden Fall ein Hundi. Aber was ist da drin? Das ist doch jetzt neu, dass hier auf ist. Wahrscheinlich ist sie schon weitergegangen. Ich brauche Hilfe. Ein Kryo-Team ist aufgekreuzt. Ich konnte gerade noch in mein Labor flüchten. Im Augenblick bin ich sicher, weiß aber nicht für wie lange. Ich brauche Unterstützung. Das Labor ist dann wo genau? Wahrscheinlich muss ich da rein. Ja, ja. Aber das hieß ja, dass es Menschen gibt. Also nicht Verwandelte. Nee, hier ist nichts mehr los. Ach doch, da ist Hundi. So, erstmal an eine Stelle, wo es mehr Spaß macht zu kämpfen. Genau da nicht. So, komm, komm, komm. Jetzt springt er. Und ich aber so. Ja, das war jetzt blöd. Und wie gesagt, gegen die Viecher lasse ich immer noch möglichst wenig anbrennen. Und nehme halt auch 100 von denen. Ich muss da aufpassen, weil da könnte es sein, dass, ja, dass da der nächste rausgelaufen kommt. Ja, das... Das war wirklich dumm von mir. Das, da hätte ich drauf kommen müssen, dass es besser ist, da zu bleiben, wo ich schon war und da zu kämpfen. Es ist das ganz... Und jetzt, ja, was soll ich sagen? Es ist halt unangenehm, weil dieses ganze Säubern jetzt umsonst war. Da, ja, tut mir leid. Das hätte ich echt besser aufpassen müssen. Immerhin kann ich jetzt einen Arm aufwerten. Das ist gar nicht schlecht, man hat hier immer was aufzuwerten. Das hilft auch im Kleinen sicherlich. Aber so ärgerlich, jetzt muss ich da die Kacke wieder von vorne anfangen. Ach, da habe ich eigentlich gar keine Lust zu. Komm jederzeit wieder. Ich meine, es war mit Ansage, ich habe es vergessen. Ich hab vorhin noch erzählt, ja, und da muss ich aufpassen, da ist ein Dings drin. Aber im Effekt nervt's. Wie viel Uhr ist es denn? Ah, ne, ein bisschen kurze Folge, da muss ich schon nochmal ran. Gerade wenn man vorsichtig sich da, ja, ja. Ach ja, so. Wo kommt Hundi? Ich weiß es nicht. Der kommt auf jeden Fall, dieser Schlingel. Und warum kann ich jetzt nicht auf ihn aufschalten? Ich bin doch direkt vor ihm. Ich habe kein Line of Sight. Okay. So. So, ich brauche Waffenmodule. Und Armmodule kann ich auch gebrauchen. Sehr gut. Ja, also, dieses Hundi werde ich jetzt besiegen. Schaut mir her, schaut zu. Ja, aber das ist jetzt auch wieder eine blöde Stelle. Also ich finde, ich mache das gerade wirklich sehr gut. Findet ihr nicht? Ich nehme überhaupt keinen Schaden. Naja, jetzt fast. Jetzt müsste es aber tot sein, ja. Rum. Klar, ich muss es gar nicht alle abarbeiten, aber
Immerhin habe ich jetzt das Hundi schon mal besiegt. Das eigentlich ist jetzt hundefreie Zone. Ja, das war jetzt natürlich ganz geschickt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir... Ja, sehr gut. Das war Wolfram Legion Mark 2 für den zweiten Arm. Aber ich brauche ja eigentlich Mark 3, glaube ich, oder? Nee, Mark 2 reicht. Okay, also nicht an die Tür rankommen. Dann ist doch hier eigentlich jetzt frei. Also hier links ist halt noch dieser Depp in dem Dings drin. Ich glaube, von da aus komme ich auch am besten ran. Also hier kommt es gleich rausgerannt. Genau. So. Und jetzt habe ich hier doch erstmal Ruhe. Ja, und ich weiß, wahrscheinlich soll ich jetzt einfach da vorne reingehen, dann stört mich sonst keiner. Wobei es könnte natürlich sein, dass einer der Feuerviecher, genau. Also solange nicht beide kommen, habe ich, glaube ich, damit kein Problem. Ja, gehen. Und wenn dich verausgabt hast, dann komme ich. Ja gut, so viel dazu. Übrigens, sie scheinen ja nicht gerade Schaden zu nehmen, gell? So, ich bin echt so unfähig, dass man es schwer in Worte fassen kann, aber ich hab's ja, die Lebenstränke. Nee, ist auch nur ein Liquidator-Armodul. Da ist eine Drohne drin. Also ich glaube, jetzt habe ich meine Ruhe erstmal, oder? Der kommt da nicht von alleine. Ach, das Altmetall habe ich komplett vergessen. Ich Depo. Ja, da hätte ich 10 Sekunden vorher dran denken sollen. Das hätte ich schon auch noch geschafft. Naja, waren ja nur 3000. So. Die ist auch so ein bisschen verhaltensgestört, oder? Aber es ist nicht die Drohne, die mich zögern lässt. Obwohl ich es jetzt wahrscheinlich einfach mal schnell umhauen sollte. Aber jetzt Vorsicht, weil irgendwas sicherlich... Nö. Das ist ja mal überraschend. Der ist tot, oder? Man weiß es nie. Nee, natürlich nicht. Ach, das nervt. Kommt er? Kommt er um die Ecke gesprungen wahrscheinlich. Aber so ganz kapiere ich es nicht. Dann lebt der auch, aber der ist doch nicht aktiv geworden. Das scheint dann vielleicht ein Bug zu sein. Ja, und da ist noch so ein Vieh. Wenn ich was gelernt habe, zu viel Gegner sind eher störend. So, vielleicht kriege ich ja ihn gepult, aber nicht Hundi. Hundi scheint auch nicht aus der Halle zu kommen. Nö. Weißt du, für solche Zwecke, wenn sie sich schon nicht fortbewegen, da wünsche ich mir dann halt echt eine gescheite Fernwaffe. Jetzt kommt er. Mehr will ich ja gar nicht. Ach, noch eine Drohne. Habe ich die Drohne auch erwischt? Also ich würde sagen, jetzt besiege ich Hundi. Komm. Komm her. Komm her. Fifi. Hallo. Bello macht Arbeitsverweigerung. Wo ist denn Bello schon wieder hin? Das war's. Ja, also ich mach's nicht wirklich
geschickt, aber ich krieg's irgendwie hin. Das ist die Hauptsache. So. Okay. Und jetzt muss ich irgendwie ins La- Oh, ein Biomaster. Eine weitere Waffe, die mich nicht im geringsten interessiert, weil sie es irgendwie nicht geschafft haben, die Waffen, ja, unterscheidbar oder begehrenswert zu machen. Ganz seltsam. So, ist hier sonst noch was? Außer einer Tür, die ich noch nicht aufkriege? Eher nicht. Dann wagen wir uns noch ein winziges... Ah, hier geht's irgendwo hin. Da geht's hoch. Würde mich nicht erstaunen, wenn dahinter irgendwas wäre. Ja, aber in dem Fall weder Gegner noch Dings. Ja, jetzt geht's runter und hoch. Was soll denn dieses Zeichen bedeuten? Da, das ist das Labor, wo sie sich hingeflüchtet hat. Und hier geht's hoch. Vielleicht ja zu einer Abkürzung. Nee, zu einem Teil. So. Da kann ich überladen, das ist immer gut. Das Ding nicht vergessen. So. Irgendwie kapieren auch nie, was ich, oder in seltenen Fällen, was ich dann getan hat. Aber ich schätze mal, der Zugang, nö, die ist jetzt offen. Okay. Gut, in dem Fall habe ich es kapiert. Was ist das jetzt? Recycling Buddy 2. Klingt spannend, muss ich mir mal bei Gelegenheit anschauen. Was sonst ist hier nix. Naja, wollen wir mal nicht klagen. Vielleicht ist es ja was total Praktisches. So, jetzt bleibt mir nur der Weg nach unten in dieses Labor. Und dann würde ich sagen, ist doch jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo es sich lohnt, noch den zweiten. Der da oben ist auch noch da. Kommt der? Es ist mir die größte Freude heute, Jonah Gustav. So, das oben. Was habe ich denn da schon besiegt? Noch gar nichts. Okay. Der kommt jetzt schon. Kommt der jetzt auch? Nee. Aber der kommt. Gut. Es ist ein Privileg, dich also, hier zu haben. Im Laufe der Zeit hat man nicht vieles gemacht. Wunderkind in deinen Startup-Tagen. Bis zum potenziellen Retter der Menschheit. Das war jetzt auch höchst kunstlos. Da schreit schon wieder einer. Ach, er hier. So, komm nochmal. So. Ja. Und dann würde ich sagen, was sagt denn die Uhr? Ich bin jetzt schon wieder so bei einer halben Stunde. Aber ich habe ehrlich gesagt Angst, also ihr wisst, dass ich jetzt gerade plane, mich dann dahin zu stellen, wieder hochgepäppelt für nächste Folge, aber dann passiert vielleicht wieder dieselbe Scheiße wie zu Beginn dieser Folge. Und da habe ich echt so mal überhaupt gar keinen Bock drauf. Also auch meine, selbst meine fast unendliche Leidensbereitschaft ist begrenzt. Ne, das machen wir jetzt, bevor da die nächste böse Überraschung kommt. Vielleicht entdecke ich ja da was, wo es sich lohnt zu stoppen oder vielleicht sterbe ich auch. Aber nochmal von vorne anfangen, nee. Reicht einmal pro Folge. So. Euch allen, die ihr so unermüdlich arbeitet. Aber schon erstaunlich, wie ich hier mittlerweile so doch Herrscher on the block bin. Wenn man das noch so mit der Live-Folge vergleicht, zum Beispiel. Aber da hat auch immer dieser Allah dann reingeredet. Das war total störend. So. Lange kein Gegner mehr hinter einem Eck gehabt.
Lange nicht mehr so wenig gesehen auch. Ah, mal wieder ein dunkler Gang, Versorgungstunnel, ich liebe sie. Ist bestimmt einer, wo man dann instant gekillt wird, weil man rechts runter tappt. Wie ging das Licht nochmal? So. Ah, schönes grünes Licht. Okay. Da hinten ist was. Da ist doch bestimmt, das ist doch ein Gegner, der gerade schläft, oder? Ja. Also das hat mich jetzt tatsächlich vergleichsweise wenig überrascht. Aber dass ich dann trotzdem gegen ihn hier so Schaden nehme, ist ja echt auch ein bisschen unnötig. Ah ja, ich habe es schon wieder geschafft, auf meine andere Waffe umzuschalten. Und dann, das merke ich aus irgendwelchen Gründen nicht. Und dann passt natürlich das Timing nicht mehr oder meine Erwartung, dass er nach zweimal dann tot ist. Also Implantate würde ich gerne verkaufen können, weil die sammeln sich ja mittlerweile in einer beängstigenden Menge. Naja, das ist auch, also das sieht haargenau aus wie 10 Gänge zuvor. Wo komme ich denn her? Kam ich hierher? Ich habe es echt vergessen. Komme ich hierher? Ja, ich glaube, da komme ich her. Ja, okay. Wer sich da jetzt wieder mal, ah, hier ist auch ein Schild, lustig macht, ihr sollt wirklich mal, also gerade diese Wichtigtour, die es immer besser wissen, ihr sollt wirklich mal versuchen, selbst das zu spielen und dabei zu reden. Ihr werdet sowas von erstaunt. Und nicht mal 3 Minuten so und keiner hört zu, sondern so für Video oder werdet ihr merken, Pumpwerk war ich auch noch nicht, dass es was ganz anderes ist, als da einfach nur zum Spielen zu spielen. Ah, das klingt so. Das wäre ein Bosskampf. Also Türen, die hinter mir zugehen, finde ich schwach. Muss ich es einfach mal sagen. Da ich nicht weiß, was mich erwartet, verschwende ich eine weitere. Endlich. Okay. Und keine falsche Gnade, fressen oder gefressen werden. Okay, ich hoffe, es seid nur ihr beiden. Jetzt soll ich mal taktisch den Rückmarsch antreten. Also eigentlich sind die ja gar kein Problem. 2 gleichzeitig müssten nicht sein, aber das war jetzt das einzigste Problem. Und noch ein Arm-Modul. Das klingt sehr gut. Das klingt, als könnte ich es demnächst dann... Warum mache ich das noch? Ich verstehe es. Ja. Alles schön und gut. Jetzt ist es wieder offen, oder? Ach, da ist sie drin. Hallo. Ich habe es nicht ganz kapiert, ob das eine Falle war, aber ich glaube nicht. Gell? She is the cure. Entschuldigung. Das kann ich ja wohl hoffentlich zu reingehen. Und habe zum Ende der Folge sowas wie eine kleine Story. Irgendwas stimmt nicht mit der Formel. Geschichte. Die Formel ist, ist auch unhöflich, oder? Zu ihr reinzukommen. Auf, zumindest in der Theorie. Ah! Den Energiekern da kannst du behalten. Sieht aus, als könnte deine Drohne ihn gebrauchen. Okay. Was bedeutet das jetzt schon wieder? Ich weiß es nicht. So, dann reden wir mal mit ihr. Ich möchte es erstmal ein Dankeschön haben. Einfach nicht mich zu feuern und in Schande vom Feld zu jagen. Nein, ab mit ihrem Kopf, damit sie uns nicht in die Suppe spucken kann. Sieh es dir an. Die Arbeit von Monaten vernichtet. Das ist ein Albtraum. Ein blanker Albtraum. Es tut mir so leid. Ich habe mich noch nicht mal bedankt. Siehst du? Wer sind Sie wirklich? Dr. Chavez. Irgendwann mal kannte mich hier jeder. Mein Team und ich, wir waren Resolve. Ich half es zu erschaffen.
habe das Projekt geleitet. Aber das waren andere Zeiten. Als die Probleme mit Resolve unübersehbar wurden, hat man mich rasch beiseite geschoben. Mein ehemaliger Kollege war mehr als bemüht, seinen eigenen Vorschlag durchzusetzen und meinen Platz zu übernehmen. Und das Einzige, was den Vorstand interessiert hat, war, dass es billiger war und schneller. Alles andere war irrelevant. Was war das für ein Vorschlag von Ihrem Kollegen? Ich habe die Daten gesehen und glaub mir, du willst davon nichts hören. Die haben nicht mal eine Ahnung davon, was für ein Horror sie auf die Menschheit loslassen wollen. Resolve war nicht perfekt, aber Utopia, das ist der blanke Irrsinn. Dieser Mann führt uns an die Schwelle einer globalen Massenvernichtung. Und das alles für Geld, Zeit und Ego. Also ist Resolve eine Lüge? Ist es das, was Sie sagen? Oh nein. Resolve wird immer noch da hochgeschossen. Zumindest vorerst. Wenn es etwas anderes wäre, dann wüssten wir es. Aber für sie ist es nur ein Relikt. Genau wie ich. Weil ich daran festhalte, auch heute noch. Ich weiß, dass ich es retten kann. Darum sind wir hier, mein Team und ich. Weil wir daran glauben. Ich habe gehört, Resolve ist toxisch. Dass uns der Scheiß seit Jahren vergiftet. Das Absolute existiert nicht. Nur rosarote Brillen und Töne in Grau. Resolve funktioniert. Bloß einfach nicht schnell genug. Ja. Wir haben nicht erwartet, dass die Nebenwirkungen dermaßen verheerend sein würden. Ich hätte es hinkriegen können. Ich habe es versucht. Barrett dagegen war nur an seinem eigenen... Ja, ja, alle anderen sind schuld, nur du selbst nicht. Dann war er da, um mir den sprichwörtlichen Dolchstoß zu versetzen. Sie wissen, was hier vor sich geht, oder? Meine Arbeit hier ist nicht offiziell. Ich bin nicht mehr Teil dieser Firma. Die Wahrheit ist, ich existiere nicht. Was immer geschehen ist, hatte nichts mit uns zu tun. Ich habe meine Theorien, aber solange ich nicht mehr Informationen habe... Okay. Also, wer die letzten Minuten vielleicht auf dem Klo war, Resolve ist dieses Projekt, da irgendwie, ja, irgendwelche Satelliten in die Welt, ins Orbit zu schießen, um die Atmosphäre wiederherzustellen, aber dummerweise vergiftet sie die Menschen. Und Utopia ist wohl dieses, wir züchten einen besseren Menschen oder irgendwas, Versatzstück, das man so auch schon ein- oder zweimal in Science-Fiction-Stories oder Spielen gehört hat. Also ich muss jetzt zur Vorstandsebene. Du bist meine einzige Chance. Bring ihn zu Bonham oder Fox. Sie sind beide im Vorstand und es ist entscheidend, dass sie ihn so schnell wie möglich erhalten. Was genau, weiß ich jetzt nicht. Irgendwas, was ich überbringen muss. Wir zählen auf dich. Naja, schnell darfst du nicht erwarten. Ich bin eher so der gründliche Typ. Gut. Dann haben wir das hier doch geklärt. Und das ist jetzt wirklich ein schönes Folgenende. Wäre da nicht meine große Sorge, dass ich dann wieder von vorne anfangen muss? Hier ist noch zu. Hier ist noch zu. Also, wie geht's denn jetzt weiter? Da unten geht's weiter, oder? Nö. Oder kann ich jetzt vielleicht doch die Tür aufmachen? Ach, wahrscheinlich muss ich die Drohne das jetzt machen lassen, oder? Okay, irgendwo ist hier ein Schaltkreis, den ich überladen kann. Ah, hier ist noch was. Es war jetzt kein Zufall, dass dieser Text kam. Also wo? Jetzt. Ja, so macht man das. Ah, das hätte ich dann wahrscheinlich schon an ein, zwei Stellen vorher machen können. Naja, bin ich mal gespannt, wo ich jetzt rauskomme. Vielleicht bei der Bahn? Ja, ja, das ist hier. Ja, 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 hier ist das. Ja, ja, bin ganz in der Nähe von der Bahn. Ja, wunderbar. Dann haben wir doch mal wieder etwas geschafft. Da gehe ich natürlich erstmal in die Station und am Freitag fahren wir dann mit dem Zug. Oder? Noch kurz gucken, A-Modul steigern. Ich glaube, eins war noch übrig. Also gerade fällt mir doch das alles erstaunlich leicht, findet ihr nicht? Seid auch stolz auf mich? Ah, und auf den Kraftregulator
passt's. So macht das Spaß. Und beim Pax fehlt mir leider immer noch zu viel. Nun sind wir mal nicht überschwänglich, aber vielleicht können wir auch irgendwann mal was weiter steigern. Nee, da fehlt noch alles. Da bin ich einfach nicht im richtigen Gebiet. Ja, ja, deutlich zu sehen. Okay, dann würde ich sagen, steigern wir auch noch, weil das vergesse ich sonst am Freitag. Holen wir uns nochmal ein eine Kernmodulsteigerung, das bringt ja im Kleinen was. Und haben sogar noch 5000 über. Ja, also ich bin der Meinung, das war eine erfolgreiche, solide, mit Können gespielte Folge. Und damit ich nicht dann bei der nächsten Folge auf einmal gar nicht mehr weiß, was ich machen wollte, würde ich sagen, ich stelle mich noch vor den Zug. Oder? So, also, bis zur Folge irgendwas, 25, hm? Ne, 25 kommt schon. Bye, bye.